Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute zwei süße Übernachtmüsli sowie eine deftige Variation davon machen und wir fangen auch gleich an. Für die erste Variante des Müslis braucht ihr ein bisschen Banane, Apfel, Haferflocken. Ich verwende hier die kernigen, Naturjoghurt, Walnüsse, etwas Honig, Kuvertüre oder Schokolade. Heidelbeeren, etwas Sahne, etwas Milch und etwas Saft von einer Zitrone. Für die zweite Variante braucht ihr Vanillejoghurt, Haferflocken. Ich verwende hier jetzt Saaten, ein bisschen Milch, Erdbeeren und Himbeeren. Für die dritte Variante gibt es jetzt etwas Deftigeres. Ihr braucht trotzdem Haferflocken. Ich verwende hier wieder kernige. Dann braucht ihr ein bisschen Joghurt, etwas Creme fraiche, ein bisschen Petersilie, Schnittlauch, ein bisschen Gemüse. Ich verwende jetzt Paprika, Karotte und ein paar Tomaten. Und dann braucht ihr noch Salz und Pfeffer. Als erstes nehmen wir jetzt die Milch und die Sahne und kochen die kurz auf. Je nachdem, ob ihr Schokolade oder Kuvertüre habt, kann es sein, dass ihr die ein bisschen zerkleinern müsst. Und dann rührt ihr das Ganze einfach in die Milch-Sahne-Mischung rein, sodass ihr ganz einfach eine Schokocreme bekommt. Hierbei müsst ihr natürlich ein bisschen gucken, wie ihr es bevorzugt. Man kann ein bisschen Zucker reintun, man kann das Ganze ein bisschen flüssiger machen, man kann das Ganze ein bisschen fester machen. Dazu variiert man einfach entweder mit der Milch oder mit der Sahne oder auch mit der Schokolade. Als nächstes schneidet ihr den Apfel in kleine Würfel. Und die Banane in Scheiben. So wie ihr die Zitrone mit etwas Druck rollt und halbiert. Jetzt braucht ihr die Schüssel, in die ihr das Müsli anrichten möchtet. Wenn ihr wisst, ihr habt mehrere Leute, die das essen werden, könnt ihr natürlich eine größere Schüssel nehmen und das Ganze einfach ausstechen. Wenn ihr wisst, ihr braucht das portionsweise, macht ihr das natürlich in kleinere Schüsseln. Und je nachdem, wie ihr das jetzt haben möchtet, könnt ihr das unterschiedlich reinschichten. Ich fange unten meistens mit der Banane an und gebe da ein bisschen Zitronensaft drauf. So wie ein bisschen Joghurt, dass mir die nicht braun wird. Dann kommen ein paar Haferflocken, nochmal ein bisschen Joghurt, ein bisschen was von dem Apfel, die Heidelbeeren, die Walnüsse zerbreche ich ein bisschen, gebe sie dazu. Dann kommt ein bisschen Honig drüber und nochmal ein bisschen Joghurt. Dann nochmal ein paar Haferflocken. Nochmal eine Schicht Joghurt, etwas Honig, die Schokocreme und ganz zum Schluss garniere ich das Ganze nochmal mit Obst. Wobei ihr natürlich bei dem Ganzen bedenken sollt, wenn ihr zu viele Haferflocken reintut, schafft ihr eventuell die Portion nicht, je nachdem wie groß ihr sie macht. Andererseits kann es natürlich sein, dass sich das Ganze nicht reicht, wenn ihr zu wenig Haferflocken reinmacht. Hier fangt ihr als erstes damit an, dass ihr die Haferflocken mit der Milch und dem Joghurt mischt, wobei ich ca. 2 bis 3 Esslöffel von dem Joghurt herauslassen würde, weil ich den dann lieber oben drauf gebe. Als nächstes nehme ich dann die Erdbeeren, putze die und schneide die einfach ein bisschen klein. Und dann schichte ich einfach die Haferflocken-Milch-Joghurt-Mischung, darauf die Erdbeeren, dann nochmal Haferflocken. Und dann ganz oben die Himbeeren und die Erdbeeren. Beziehungsweise da gebe ich halt den Vanillejoghurt drunter, bevor ich die Beeren drauflege.
Als erstes bei dieser Variante nehmen wir jetzt die Petersilie und hacken sie. Dann nehmen wir den Schnittlauch, schneiden den in Röllchen. Und mischen dann das Ganze mit dem Joghurt und der Creme Fraiche sowie etwas Salz und Pfeffer. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie ihr das Ganze haben wollt. Zum Beispiel könnt ihr die Paprika und die Karotte vorher ein bisschen anschwitzen oder so wie ich jetzt einfach roh verwenden. Dazu schneide ich die Paprika einfach in Streifen und die Karotte schäle ich und reibe sie einfach mit einer etwas gröberen Reibe auf. Die Kirschtomaten halbiere ich nur und dann beginne ich schon damit, das Ganze in eine Schüssel zu schichten. Anfangen tue ich hierbei mit ein paar Haferflocken, dann mit dem Joghurt, da kommt das Gemüse drauf. Dann nochmal etwas von der Joghurtmischung. Ein paar Haferflocken, nochmal Joghurt. Und zum Schluss noch ein bisschen Gemüse zur Deko. Das war's zu diesen Rezepten. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachmachen möchtet, findet ihr Rezepte auf meinem Blog rezepteck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde jetzt interessieren, was ihr für Übernachtmüslis macht, wenn ihr die dann macht. Beziehungsweise, wie euch die geschmeckt haben, die ich euch heute gezeigt habe. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder Social Media technisch. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ansonsten habe ich jetzt noch die einfache Sülze zum Selbermachen von letzter Woche hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!